Was wird denn das, wenn das fertig ist? Das wird eine, ja, rein vegetarische Suppe, eine kleine, ganz schnelle Gemüsesuppe. Aha, aha. Und das ist frischer Lauch, was du das ist frischer Lauch. Oder Porree. Ja, Porree. Und den schneide ich klein und dann verzaubere ich ihn so ein bisschen, weil... Oh, ich kann leider nicht zu dir kommen, weil ich heute ein Risotto mache mit Radicchio. Und das muss immer gerührt werden. Das heißt, du musst mich dann, wenn du fertig bist, ablösen. Alles was klar. Machst du da? Dann mache ich kleine Ringe draus, weil das Auge ist ja mit, wie man doch sagt. Ja, und wie. Es ist mit Hokus Pokus verbunden, weil es ist eine Suppe, das muss ich natürlich noch erklären im Laufe der Zeit, die meine Kinder ganz besonders schätzen. Und da muss man sich so vom Optischen her was einfallen lassen. Heißt weil das, dass du für deine Kinder kochst? Manchmal. Manchmal. Normalerweise kocht deine Frau. Ja, sie ist der kreative Geist bei uns in der Küche und ich bin eigentlich eher für die groben Tätigkeiten zuständig. Aber du machst schon Hausarbeiten. Ja, na sicher. Ja? Das ist eine Arbeitsteilung und jeder nach seinen Talenten. Und meine Talente liegen eher auf der Einkaufsseite und auf der Mineralwasserkasten nach Hause trageseite und auf der Entsorgungsseite. Ah ja, ist auch wichtig. Na klar, einer muss auch für den Abwasch sorgen und so weiter. Und das ist also geteilt und ich mache das mit Vergnügen und mit Spaß. Schön, schön, schön. Also so ein halber Hausmann. Eigentlich ein ganzer Hausmann, weil die andere Hälfte ist meine Frau und das ist die Hausfrau. Also ein Hausmann und eine Hausfrau teilen sich die Hausarbeit. So ist es. Gut. Ja, ich mache hier ein Risotto. Hast du schon mal Risotto gemacht? Nee. Ich werde dir das gleich erklären. Aber mach erst mal dein Süppchen. Was ist das jetzt Tolles? Das ist Wasser. Wasser. Schlicht und einfach Wasser, was da kocht. Und das ist ja sehr aufregend. Ja. Und was machst du damit jetzt? Was ist die Substanz? Die Substanz ist eine kleine... Das ist eine pflanzliche Brühe. Ja, die hast du dir da schon... Die gibt es im Reformhaus. Die ist also ein reiner Pflanzenextrakt. Ja. Und da nehme ich für, ja, nach Geschmack... Ein Löffel für jeden von uns. Da, wo kein Reformhaus ist, kann man sicher auch eine andere Gemüsebrühe. Na sicher. Die ist vielleicht nicht ganz so gesund, aber es ist im Grunde eine Gemüsebrühe. Richtig, da sind auch ein paar Kräuter drin. Da kann man sie noch auf die italienische Art haben und auf die spanische. Und die machst du jetzt, da machst du jetzt Wasser drauf. Ich mache es anders, weil ich sagte ja, vom Spektakulären her geht das. Es muss für die Kinder auch ein bisschen einen Effekt haben. Und wenn es schön kocht und man die Brühe in das Wasser tut und es umgekehrt, dann schäumt das auch so ein bisschen auf. Ich will mal sehen, ob es jetzt glückt. Wir werden mal sehen. Oh ja. Oh. Herrlich. Das ist ein richtiger Show-Effekt. Das war der Löffel für dich. Jetzt kommt einer für mich. Ah. Ja, mit so viel Show kann ich nicht dienen bei meinem Risotto. Aber ich werde dir das gleich erklären, was ich hier so dauernd mache. Ich muss nur immer rühren und muss immer ein bisschen Brühe dazu tun. Das ist der Witz an diesem original norditalienischen Risotto. Man kann natürlich auch ein Risotto machen, ein einfaches, indem man den Reis einfach kocht, normal kocht. Und dann, aber das wird unentwegt gerührt, etwa 30, 40 Minuten. Und immer wenn die Flüssigkeit aufgesaugt ist, kommt wieder frische Flüssigkeit. Also nicht die ganze auf einmal. So, jetzt hast du hier... Ja, ich habe das also hier fertig. Jetzt nehme ich eben die Tassen, warte. Ja. Und jetzt kommt jetzt der Lauch. Ja. Wenn man, das ist ja manchmal ein bisschen scharf. Und wenn man also das nicht so sehr verträgt, dann kann man den Lauch auch da rein tun. Aber und ein bisschen praktisch köcheln lassen. Mit köcheln. Aber wir blanchieren das nur kurz. Ja, wir sind immer für das Scharfe. Schale. Ist doch klar. Rein. Und nicht zu sparsam. Ja, wunderbar. Aber das ist ja wirklich eine genial einfache Suppe. Du musst sie einfach nur verkaufen. Das ist das ganze Problem. Und klingt sehr gesund. Ja. Und ist auch sehr gesund. Klar, da kann eigentlich nichts falsch sein. Wie gesagt, Extrakt aus Pflanzen und Wasser. Was suchst du? Löffel habe ich. Brauchst du das Wasser jetzt. So. Das tust du jetzt einfach drauf. Das gieße ich jetzt einfach darauf. Und du hast einen Löffel pro Tasse genommen. Richtig. Ja, wunderbar. Ja. Ach, jetzt weiß ich, ich wollte noch ein paar Kräuter schneiden, aber das mache ich gleich im Anschluss. Die kannst du ja oben drauf tun. Genau. Sehr schön. Bisschen Petersilie oder Schnittlauch oder was? Ja, hier kommt das Beste von der... Sehr gut. Darf ich das ausmachen hier? Danke. Ja? Ja, ich bin weiter hier. Heute bin ich ganz rührend, aber ich werde dich gleich bitten. Ja, warte, ich mache nur noch ganz schnell ein bisschen Schnittlauch. Bisschen Schnittlauch. Und dann probiere ich deine Suppe, aber das geht erst,
wenn du mich hier abgelöst hast. Das heißt, du musst vielleicht zuerst selbst probieren, ob du mir das überhaupt zumuten kannst, ob die was geworden ist, nach so einem komplizierten Kochgang, wie wir das eben gesehen haben. Das ist ja das Schöne, dass da wahrscheinlich, wenn ihr hier nicht falsche Zutaten habt, dass dann gar nichts schief geht. Und das finde ich auch so wichtig. Wir sind ja alle Leute, die nicht den ganzen Tag in der Küche stehen können. Und wenn du also da mal für die Kinder kochst, muss es ja auch schnell gehen. Ja. Die kommen doch sicher zu verschiedenen Zeiten nach Hause. Ja, das ist überhaupt noch das Hauptproblem. Ja. Aber dann, also wenn ich solche Köstlichkeiten bereite, dann können wir uns schon auf eine bestimmte Uhrzeit einigen. Nein, aber ich wollte noch sagen, was natürlich eben auch der Effekt ist, wirklich immer zum Schluss noch ein paar Kräuter. Ja, das nicht, sieht aber auch da schön wird auch aus. Das Einfachste und das Lausigste. Ja, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, im Sommer ein frisches Lippstöckel ein bisschen. Das gibt der Suppe einen schönen Geschmack. Viele nennen das Maggi-Kraut. Kennst du denn aus? Ja, na sicher. Ja. Wahrscheinlich, weil es eben eine ähnliche Würze hat, ja. Vorbringt. So. Also. Wunderbar. So. Also ich muss jetzt vortesten. Probier mal. Ja, das war natürlich ein Scherz meinerseits. Nur, du musst deswegen allein probieren, weil ich so lange rühren muss. Und wenn ich probiere, musst du rühren. Gewisse Verantwortung dir gegenüber. Dieses Risotto ist wie ein Kleinkind. Das darf man nie allein lassen. Keine Sekunde. Ist okay? Es ist okay. Ich hätte vielleicht eine Spur mehr Wasser nehmen können. Aha, na gut. Aber so ist es. Ich habe bei meiner Mutter immer beobachtet, die eine ganz begnadete Köchin war, dass sie immer, wie brillant es auch war, mit sich rumgemeckert hat. Ja, ich hätte auch. Noch das machen können. Hätte ich noch das gemacht. Da ist nie was gelungen, obwohl es immer toll geschmeckt hat. Nie. Also. Immer gesagt, ja, es hätte noch das oder das machen. So, aber das zeichnet die begnadete Köche aus. Das jetzt tue ich ein bisschen Flüssigkeit dazu. So, das muss übrigens, die muss auch köcheln, also heiß sein. Darf ich dich bitten? Vielleicht gebe ich dir auch einen Topf. Und ich probiere jetzt. Hat die denn einen Namen, die Suppe? Ja, also sie hat seit diesem Jahr einen Namen. Ich mache sie schon eine ganze Weile und sie hat eine Geschichte. Meine Kinder und ich schenken meiner Frau einmal im Jahr 14 Tage, in denen sie mit ihren Freundinnen verreist. Und in dieser Zeit bin ich dann also eben nicht nur Hausmann, sondern auch Hausfrau zu gleichen Teilen. Und dann kam eben immer das Problem, was kochst du? Und ich wollte also nicht nur zum unserem italienischen Restaurant gehen und nicht nur zum chinesischen Restaurant gehen, sondern sollte eben auch zu Hause was geben. Und dann bin ich irgendwann da drauf gekommen, habe mich aber an die chinesischen Großväter dieser Suppe erinnert. Ja. Mir hat immer diese klare Brühe beim Chinesen so gut gefallen. Ja. Und ich habe gedacht, da braucht man gar nichts reinzutun, einfach nur die Brühe. Und dann habe ich diesen Lauch da reingezaubert. Und das haben die Kinder dann, weil ich es eben mit Hokuspokus und mit Brimborium gemacht habe, sehr genossen. Und in diesem Jahr, als meine Frau verreist war, kam ich mit dem Lauch zur Schule unseres mittleren Sohnes, um ihn abzuholen. Und er sah den Lauch unter meinem Arm und sagte, ach, jetzt gibt's wieder die Mama-ist-nicht-da-Suppe. Also das ist jetzt und seitdem heißt das Ding, die Mama-ist-nicht-da-Suppe. Sehr wird schön. Aber nach wie vor gerne das genommen, heißt, auch wenn sie nun so ein bisschen entzaubert ist. Ja, zwei Wochen im Jahr musst du alles machen. Ja. Kochen richtig, also auch das, was sonst eben deine Frau macht. Jetzt erkläre ich dir mal, was ich hier mache. Also das ist, wie gesagt, ein original norditalienisches Risotto. Es heißt angeblich der Risotto. Ich habe früher immer das Risotto gesagt. Also die Italiener haben das Problem nicht. Nein, nur kein Il Risotto. Ja. Und ich weiß auch immer noch nicht, ob es der oder das Knödel heißt. Ist auch völlig egal. Hauptsache, es schmeckt. Und das wird also etwa 30 Minuten gerührt und immer wieder, wenn es jetzt dann etwas fest wird, die Flüssigkeit raus ist, kommt wieder frische Flüssigkeit dazu. Wir haben schon die kocht hier auch so oder ja, die soll, so ein bisschen vor sich hin. Die soll so vor sich hin köcheln. Und ich habe das natürlich schon vorher angefangen. Man beginnt mit Olivenöl und etwas Zwiebel. Die wird glasig geröstet, also nicht geröstet, nur so glasig werden lassen. Und dann kommt der Reis rein. Und zwar muss man einen Rundkornreis nehmen. Es gibt einen italienischen, das Arborio zum Beispiel, ist eine Marke, also nicht jetzt die Marke, sondern die Art. Ja. Ich nehme aber ganz normalen deutschen Milchreis, also den runden, den man auch für Milchreis nimmt, nicht den länglichen. Ja, das habe ich vorhin gesehen, als das hier noch nicht. Ja, das ist Milchreis und der wird angeröstet und dann kommt eben die Flüssigkeit und dann kommt immer wieder Rühren und Flüssigkeit und Rühren und Flüssigkeit und parallel, das mache ich natürlich sonst vorher, weil ich ja während des Risottos kann ich ja nicht weg. Weil du nicht immer mich zum Rühren hast. Hab dich nicht immer zum Rühren. So rührende Leute habe ich nicht immer. Und deswegen mache ich Folgendes. Wieder etwas Zwiebel in Olivenöl und dann Radicchio. Kennst du ja. Aber meistens kennt man es nur als Salat, nicht? Und da wird der Strunk rausgeschnitten.
So, und dann werden die einfach so in kleine Scheiben und so, so noch einmal so. Oh, das habe ich mich, glaube ich, geschnitten, aber nur in den Nagel. Ich habe ja immer sehr scharfe Messer in der Küche, was ich auch sehr wichtig finde. Aber da muss man etwas aufpassen. So, das habe ich dann reingetan und habe das gedünstet, so 3-4 Minuten. Und jetzt kommt was sehr Schönes, jetzt kommt etwas Wein rein. Und eigentlich brauche ich ja, um da etwas Wein reinzufüllen, nur ein Glas, aber ich darf zwei bringen. Oh, ja. Ja. Also zuerst die Arbeit. Ich bei der Arbeit eigentlich nicht trinke, aber wir wollen das nicht. Ach, das ist doch keine Arbeit. Ich wollte gerade sagen, das ist doch keine Arbeit. Ja, so. So verantwortungsvolle Tätigkeiten. Ich weiß jetzt gar nicht, mit welcher Hand ich trinken soll. Ja. Röhre. Doch, also ich meine, gut. Du kannst auch eine Sekunde, also so lang wie es geht. Oh, das ist dann die Sekunde, in der es passiert. Nein. Ja. Zum Wohl. Danke. Ja. Schön, schön. Der passt natürlich auch sehr schön dazu. So, zwei Hast Minuten. Hast du denn jetzt welchen reingegossen oder ja, trinken wir ja, hier nur? Nein. Ja, nein. Wir trinken ja nur aus Anlass dieses Rezeptes. Nein, nochmal zwei Minuten dünsten lassen, salzen, pfeffern. So, ich habe meine große, schöne Pfeffermühle. So, bisschen Salz. Siehst du, das kocht jetzt noch mal so ein bisschen ein, darf aber ruhig ein bisschen flüssig sein, darf nicht ganz gar sein. Also der Radicchio muss so halb gar sein, weil der ja jetzt hier, ja, sogar etwas weniger. Warum? Weil er ja jetzt hier reinkommt und mit dem Risotto mitgart. Sonst wäre er zu durch am Schluss. So, im Grunde genügt das schon. Jetzt kommt das hier rein. Ich rühre weiter? Ja, du rührst weiter. Oh. Aber ich werde dich gleich ablösen, denn jetzt musst du ja noch den Nachtisch machen. Ja, gut. Hast du mir ja versprochen. Gut, ich nehme mein Glas mit. Jawohl. So. Jetzt wird nämlich das Risotto schön rötlich und das ist ganz, ganz schön, so ein bisschen rosa. Also eigentlich eine Art Altrosa, wie ich das auch sehr liebe an etwas verwelkten. Kennst du diese, wie heißen diese großen Blumen? Hortensien. Ja. Und wenn die dann so ein bisschen so leicht angegraut und altrosa, das ist ganz schön. So sieht das aus. Also, was machst du? Ich mache ein Dessert, das ist auf Pumpernickelbasis, was man sich eigentlich auch nicht vorstellen kann. Nee. Wie mit dem Radicchio im Risotto. Ja. Man erkennt den Pumpernickel nachher aber überhaupt nicht. Aha. Er wird verkleidet und das Ganze heißt errötendes Mädchen. Und nachher wirst du sehen, warum. Wenn die Übung glückt. Errötendes Mädchen mit altrosa Hortensien. Mein Gott, sind das heute hier sinnliche Genüsse. Also ich nehme hier deinen Pumpernickel. Der ist ja sowieso ein bisschen süß. Genau das ist es. Deswegen geht das. Und normalerweise zerkleinere ich den von Hand, weil ich misstraue oftmals der Maschinerie in der Küche. Aha. Aber heute mache ich eine Ausnahme, vor allen Dingen, weil du so eine zauberhafte meine Höllenmaschine, hast. Oh, meine Teufelsmaschine. Und sonst kriegen wir das, sprengt das den Rahmen jeder Sendung, bis ich den Pumpernickel hier zerbröseln mit der Hand zerbröseln. Ja, zerbröseln. Aber er muss, hoppla. Er muss richtig fein und gut zerbröselt sein. So ein bisschen zeige ich mal so. Das ist ungefähr die Größe. Ja. Kleiner sollte man es nicht machen. So, das versuche ich dann in der Maschine zu kriegen. Ich tue das mal darüber, weil das eine größere Flamme ist. Und ich habe jetzt. Ja, das ist besser. So, dann bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert hier. Ha! Man muss das natürlich auch noch einstecken. Ich wusste, warum ich. Aber du, das ist hier alles ganz praktisch. Überall sind Steckdosen. Ja, ich habe im ganzen Haus über 80 Technik. Steckdosen. Ja. Na, wenn das keine Teufelsmaschine ist. Das kann noch ein bisschen. Kochelt es, köchelt es? Ja, es köchelt, ja. Ah, das geht gut. Ah, und die kommen unten rein? Die kommen nach unten rein. Ich mache noch ein bisschen mehr, weil es ist etwas bescheiden. Errötendes Mädchen. Das ist ja toll. Ja, ich glaube, der Ursprung ist Westfalen. Aha. Pumpernickel, ja, das passt schon. Das habe ich mir so zusammengereimt, weil ich dachte. Sag mal, du hast so lange in Frankreich gelebt. Ja.
Hat dich das auch beeinflusst in deinem Verhalten? Ich denke schon. Ich bin als kleiner Junge, da war ich 11 Jahre, in einer französischen Familie gewesen und habe zum ersten Mal mitgekriegt, wie das ist, wenn man einen halben Tag lang bei Tisch sitzt. Und damals konnte ich eigentlich noch nicht so viel damit anfangen. Aber ich habe dann gedacht, wenn ich sowieso schon hier sitzen muss, dann genieße es. Ja. Und ich habe sehr schnell gelernt, das zu genießen, sich beim Essen Zeit zu nehmen und sich darauf zu konzentrieren, nichts anderes zu machen in dieser Zeit, als nur im Hier und Heute auf... Und Essen auf wirklich zu, also zu zelebrieren. Zu zelebrieren. Das ist ja die Franzosen, das ist viel mehr. Das ist also eine der schönsten Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe. Und wie macht ihr das zu Hause? Zelebriert? Das ist genauso. Das ist genauso. Man muss sich einfach in den hektischen Tagesabläufen und wie du gerade sagst, der eine kommt dann, der andere kommt dann, muss man sich irgendwann einen Zeitpunkt zu Hause aussuchen, wo man zusammensitzt, das Beisammensein genießt, das Essen genießt, sich austauscht, lebt. Und, Küche ist bei uns auch der Mittelpunkt des Hauses. Das ist da werden bei mir auch Informationen ausgetauscht, da kleben die Zettel an der Wand, bin da und da, komme dann und dann wieder, weil in der Küche, da kommt jeder vorbei. Und sag mal, was mich noch interessiert, wie bewusst esst ihr, also was Gesundheit anbelangt? Du hast vorhin so ein bisschen betont, dass das eine vegetarische Suppe ist. Bist du Vegetarier? Ich bin Vegetarier und ich bin einfach darüber gekommen, dass ich am liebsten immer Gemüse gegessen habe. Ich habe mich am meisten eigentlich immer auf die Beilagen gefreut und irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich das, was neben den Beilagen noch dabei war, gar nicht brauchte. Und irgendwann war das bei uns so, dann fing meine Frau an und unser ältester Sohn. Und die essen alle auch gerne die essen vegetarisch. Gerne vegetarisch. Aber es kommt eben daher, dass ich eine Vorliebe für Salate und für Gemüse habe. Ich bin einfach wahrscheinlich, weil es, als ich klein war, gar kein Fleisch gab. Also einfach mit armen Leute essen, mit den einfachsten Dingen. Aber die einfachsten sind letzten Endes die beste. Bist du ein strenger Vegetarier? Also würdest du Fleisch völlig ablehnen und wenn du irgendwo eingeladen wärst und es gäbe ein Hühnchen oder so? Wenn du mich einlädst und du weißt es nicht und du hast dir also große Mühe gegeben, dann würde ich dich nicht enttäuschen und dann würde ich dir zuliebe, würde ich aber normalerweise essen, aber nicht. Aber wenn du mich vorher fragst und sagst, Reinhard, ich würde dich gerne zum Essen einladen, worum ich herzlich bitte. Ja. Ich weiß jetzt auch, was ich koche. Ein Risotto zum Beispiel mit Radicchio. So, jetzt mach weiter, damit ich das noch probieren kann. Das ist die Sahne wahrscheinlich, oder was kommt da rein? Da muss ich mal kurz. Jetzt kommt die zweite Küchenmaschine, die ich zulasse. Ja. Also ich muss auch sagen, die Sahne von Hand schlagen. Das muss nicht sein. Aber ich verwende auch nicht viele Küchenmaschinen. Diese Basisdinger, aber nicht viele. Wenn das zu kompliziert wird, alles mit den Maschinen, das ist mir ganz ungeheuer. Ja, vor allen Dingen, es ist nachher auch, man bringt eine Höllenzeit damit zu, die Maschinen alle wieder zu säubern. Ja, genau. So, hier habe ich also zweimal, das sind zusammen 300 Gramm Rahmjoghurt und 125 oder ein Viertel Liter Sahne. Also, mein Risotto, will ich noch sagen, ist ja in Norditalien ist das ja eine heilige Sache. Da darf man zum Beispiel vorher höchstens einen Salat essen, damit man ja nicht also sich schon vorher die Geschmacksnerven irgendwie verdirbt. Das ist haben wir es ja auch nicht übertrieben mit der kleinen Suppe. Mit dem Süppchen, das war genau richtig. Und ich habe gerade probiert, also das müsste genau hinkommen, wenn du dich jetzt ein bisschen sputest mit deinem Nachtisch. Hier kommt also noch Vanillezucker, zwei Beutelchen. Man kommt hier richtig ins Schwitzen, weil man da über dem Topf steht und der Dampf steigt hoch. Und das ist also schon, wenn man das für Gäste macht, dann hat man schon etwas für die getan. Das mache ich auch nicht für jeden. Ich finde, das ist auch eine der schönsten Freundschaftsleistungen, die man erbringen kann. Wobei ich sagen muss, dass man ein Risotto auch aufwärmen kann. Du musst das auch wieder einstecken. Das ist immer dasselbe. Das ist wirklich cool. Ja. Und was hast du reingetan? Vanillezucker? Zwei Päckchen Vanillezucker. So. Wie macht ihr denn? Ich will dich jetzt, glaube ich, nicht ablenken, weil du musst das konzentriert jetzt machen. Auf Tourneen macht ihr da eigentlich Catering oder geht ihr nachher essen? Die Tourneen sind von der Mannschaftsgröße her nicht so klein, dass es sich einfach nicht lohnen würde.
Und wir sind normalerweise mit dem Abbau gegen Mitternacht fertig. Ja, aber dann besteht die Kunst darin, ein Lokal zu finden, ein Lokal, bei dem man zu so später Stunde noch was kriegt. Aber es ist lange im Voraus geplant. Und da das Essen eben eine, auch auf Tournee, eine wichtige, ein wichtiger Tagesordnungspunkt ist, denn auch da werden Erfahrungen und Erlebnisse ausgetauscht. Ja, planen wir das also mindestens genauso wichtig. Das wird vorher, wird da also recherchiert an dem Ort, wo es was gibt noch. Und bisher haben wir immer irgendwo jemand gefunden, der uns macht. Also. Ja, jetzt muss ich noch in einer anderen Schüssel den Joghurt und die Sahne vermischen. Den muss ich. Ah ja. Ach ja, du mischst Joghurt und Sahne. Richtig, aber vorher darf ich auf keinen Fall vergessen, in den Pumpernickel zwei Teelöffel, ach, wir nehmen lieber zwei Esslöffel Himbeergeist. Himbeergeist? Mein Gott, das ist aber eine kecke Jungfrau, ein keckes Mädchen, was du da produzierst. Errötet sie ja nachher auch. Ach, darum errötet sie, weil man hier auf die Schliche kommt. Köstlich. So, jetzt wird es hier auch dramatisch bei mir. Das heißt, wir kommen jetzt in so eine Art Wettlauf. Denn ich glaube, bei mir wird es jetzt auch mal probieren. Der Witz ist, wenn man das richtig macht. Ach so, ich darf dich nicht ablenken. Ich lenke dich nicht ab, sonst machst du aus Versehen vier Löffel. Nein, das ist, ich habe etwas. Ist gut. Warte, den mach ich jetzt hier. Mein Risotto ist wunderbar. Beim Risotto muss das einzelne Korn innen noch einen gewissen Biss haben, aber es darf nicht hart sein und darf nicht mehr roh sein. Und diesen Augenblick abzuwarten, das ist wie bei den Spaghetti, dieses al dente. Das ist die Kunst. Und es muss noch flüssig sein. Ich brauche jetzt Butter. Butter. So, während du das machst, rühre ich Butter ein, ungefähr 45 Gramm, und Parmesan. Kennst du eigentlich meine elektrische Parmesanreibe? Jetzt muss ich dir mal... Noch ein Wunderwerk. Noch ein Wunderwerk. Das gehört auch zu den wenigen Hilfsmitteln, die ich gestatte in der Küche. Weil ich so viel Parmesan benutze. Oh. Herrlich. Die ist mit Akku. Da kann, du, das, kein Problem, dass es nicht eingesteckt nein, ist. Nein, ja, das muss nicht eingesteckt sein. So, das lädt sich auf hier. Und das kommt jetzt mit der Butter in das Risotto. Ich habe schon abgeschaltet. Und jetzt muss man etwa 2 Minuten kräftig schlagen, wie Herr Cipriani in seinem Harris Bar Kochbuch sagt. Warum? Weil sich die Stärke vom Reis unten gesetzt hat und die muss jetzt wieder hochgeholt werden. Und dabei soll man sogar ins Schwitzen kommen. Ich bin aber schon am Schwitzen. Gut, ich versuche jetzt hier die Sahne unter den Joghurt zu mischen. Das ist nicht ganz einfach, weil es soll ja nicht zusammenfallen. Ja, sehr schön, sehr schön. Das macht das ganz vorsichtig. Ja. Dann haben wir ja richtig heute ein volles Menü. Ja. Die Suppe, das Hauptgericht. Denn ich finde, so ein Risotto, das kann man in kleinen Portionen als Vorspeis essen, aber in einer etwas größeren auch als Hauptgericht. So. Das ist jetzt richtig. Es soll noch etwas cremig sein. Man sagt in Italien al onda, also wie eine Welle. Es soll nicht fest sein, so dass du jetzt, wenn du den Löffel reinsteckst, dass der stehen bleibt. Ja. Aber es darf natürlich auch nicht eine Suppe sein, nicht flüssig. Das ist auch alles so eine Kunst, die richtige Konsistenz zu finden. So. Jetzt darf das ruhig noch ein paar Minuten ruhen. So, ich mal nicht. Versuch das noch mal hier schön eben zu machen. Kann weil das ist natürlich, damit das, nein, einfach nur, damit das ist jetzt nur wieder rein optisch, damit das nachher, wenn man so von der Seite sieht und auf den Tisch bringt, sehr damit schön, man die verschiedenen sehr Schichten sieht. So, ich werde uns jetzt schon trage ich etwas zum Probieren raustun. Was brauchen wir denn da? So, dann schauen wir mal. Jawohl. Das hat schon die richtige Konsistenz. Und ist altrosa. So muss es auch sein. So. Ich entsorge das mal hier ein bisschen. Das brauchen wir nicht mehr.
Seite stellen. Das ist deins. So, und jetzt kommt bei mir hoffentlich der Augenblick, wo das Mädchen errötet. Wo das Mädchen errötet. Aha, das sind Himbeeren. Das sind Himbeeren und dann nehme ich. Nimmst du auch tiefgefroren? Ich auch, immer. Weil man hat 100% Erfolg. Schön, ja. Während bei frisch gekauften weiß man nie, was man kriegt. Vor allem unten drunter sind da immer die schlechten. Ach, und jetzt errötet die Jungfrau. Also es darf, es dauert noch ein Weilchen. Vielleicht hat sich hier unten auch noch ein bisschen Saft angesammelt. Und das zerfließt dann so? Das zerfließt. Das ist schön. Wie? Das ist sehr schön. Ein Aquarell. Toll. So. Jetzt hoffe ich, dass wir noch dazu kommen, das auch zu probieren. Wir müssen es ein bisschen. Ja, gut. Dann. Also normalerweise. Ja, macht man das, dekoriert man das schön. Richtig. Nicht? Aber da hat man ja auch viel Zeit. Aber es ist schon sehr, sehr schön. Und man kann dann natürlich, wenn man viel Zeit hat, dann kann man, wenn das Mädchen zu sehr errötet, kann man das mit ein wenig Puderzucker. Das können wir doch tun. Abpudern. Zeit ist, ja? Da, ja. Na gut. Sollen wir da so ein. Sowas nehmen? Mit zum Sieb, ja, ja, genau. Gib mir ein bisschen was drauf. Und in Anbetracht der späten Stunde mache ich das mal mit den Fingern. Ja, ja, du hast sie ja vorher gewaschen, das kann ich richtig, ja bezeugen. Ja. In der Küche wäscht man sich ja die Zähne. Ah, das sieht sehr schön aus. Das sieht sehr, sehr schön aus. Man kann das natürlich auch über vier kleine Näpfchen verteilen, ja, weil man es jetzt. Hast du nicht Schokolade? Ach Gott, ja, das kannst du auch noch machen. Die hätte man. Die sollte man eigentlich auch früher machen können. Innen drin. Ja, die gehören eigentlich. Aber da kommen wir jetzt nicht mehr ran. Weißt du was? Wir machen einfach kreieren ein neues Rezept, indem wir das oben drauf tun. Was du, normalerweise machst du die. Natürlich, über, die gehört über die, auf den Pumpernickel rauf, bevor der Joghurt und die Sahne kommen. Also, weil jetzt bleibt natürlich von dem Mädchen nicht mehr. Jetzt probier doch noch mal. Jetzt, ja, eben, ja, mach noch mal ein bisschen Zucker. Das sieht doch wieder ganz toll. Nee, da ist nichts gegen zu sagen. Es ist jetzt etwas anders. Das ist neu, eine neue Kreation. Probier mal den Risotto. Und ich probiere. Das ist schön, ne? Das ist was Feines. Ich wünsche, dass mein errötendes Mädchen dir so schmeckt. Ich muss ein bisschen Pumpernickel. Der Pumpernickel? Ja, das ist der verzauberte Pumpernickel. Das ist ja toll. Ja. Du, und ich muss dir sagen, die unterschiedlichen Lagen spielen keine Rolle. Nee, ich meine, im Magen sieht es alles stark aus. Ich komme gerne wieder. Schön. Toll.